Maritim Strandhotel Travemünde. Ein Hotel mit 240 Zimmern. 83 Gäste reisen heute ab. Bis 11 Uhr haben sie Zeit auszuchecken. Viele Gäste reizen das aus. Da staut es sich schnell mal in der Rezeption. Aber ganz wie immer keine Zwischenfälle. Damit das möglichst so bleibt, folgen Stefan Vogt und sein Team der Devise. Immer nett und freundlich sein. Die Frage ist, was passieren könnte? Es gibt von A bis Z alles. Alles. Verlorene Kinder, verlorene Ehemänner, verlorene Frauen, alles dabei. Das Auto ist geklaut, obwohl es in der Tiefgarage steht. Auch im Foyer Anja Hübner, die Gästebetreuerin. Heute habe ich viele Gäste zu verabschieden. Das ist auch immer ein bisschen traurig, aber ich weiß, die kommen wieder. Und wie schön, dass sie immer da sind. Diese zwei aus Mecklenburg-Vorpommern reisen heute nicht ab. Ja. Wir nehmen am 27. Dezember hier, das ist unser Hochzeitstag. Und am 27. September, das ist unser Kennenlerntag. Und dann sind wir die Geburtstage hier. Und wir sind eigentlich sehr häufig hier. Während sich das Foyer leert, machen die 14 Mitarbeitenden vom Housekeeping-Team die Zimmer fertig. Auch für die 94 neuen Gäste, die sich für heute Nachmittag angekündigt haben. Pro Zimmer haben sie 20 bis 30 Minuten Zeit. Sie unterstützt das Team als Aushilfe, weil zu wenig Fachkräfte da sind. Ich helfe so am Wochenende mal ein bisschen aus oder wenn Bedarf ist. Aber ich werde oft geholt. Wenn Anja Hübner kein konkretes Programm für die Gäste anbietet, ist sie im ganzen Haus unterwegs, auch mit Sonderaufträgen. Dann wird sie auch mal spontan abgefangen. Diese Frau zum Beispiel hat Schwierigkeiten mit der Espressomaschine auf ihrem Zimmer. Alles geschafft. Super, super. Einmal am Tag treffen sich die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter, um sich gegenseitig zu berichten. Zwei, drei Telefonate muss ich noch führen für Silvester. Da steht noch aus, ob wir den großen Thunfisch kriegen oder nicht. Wir sind im Austausch mit der Deutschen See da. Und natürlich besprechen wir alles 6, 8 Wochen im Voraus und gehen alles durch. Aber der Fisch muss erstmal gefangen werden. Während die Köche und Küchenhilfen aber erst einmal das heutige Abendbuffet vorbereiten und das Serviceteam die Tische eindeckt, kommen im Foyer schon die nächsten Gäste an. 410 werden es bis Silvester sein. Und alles gut bei Ihnen? Ja, danke, bei Ihnen auch. Ja, muss ja, wollten mal wieder mal für 3 Nächte mal herkommen. Ne? Ja. Mal ein bisschen das Ostwind mal so ein bisschen spüren. Arbeiten, wenn andere Urlaub machen. Für das Team im Maritim Strandhotel Travemünde ist das völlig normal. Und Anja Hübner und Stefan Vogt haben sogar Freude daran, sagen sie. Hier ist jeder Tag anders. Jeder Tag gibt es neue Überraschungen. Das macht den Job eben hier so interessant und nicht langweilig. Gleiches Feierabend. Dann übernehmen die Kolleginnen und Kollegen der Spätschicht. Denn der Laden muss laufen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr.